So, dann schauen wir uns hier die Skill noch mal ganz kurz an. Wie gesagt, ich jetzt aktuell mit der Azulane Shunnerst auf der Bismarck unterwegs. Aber wir fangen vorher mit den Upgrades an. Da haben wir hier im ersten Perk Sekundärbatterie Mod 2. Erhöht die Feuerreichweite der Sekundärbatterie und vermindert die Streuung. Im zweiten Perk habe ich dann den Antrieb Mod 2 verbaut. Im dritten Perk Zielerfassungssystem Mod 1, da können wir nicht viel machen. Im vierten Perk dann nochmal ganz wichtig, Sekundärbatterie Mod 3, um die Ladezeit der Sekundärbatterie um 20% zu verringern. Und bei den restlichen Perks brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Und bei der Azulane Scharnhorst ist es so, da habe ich im ersten Perk verwendet den Streithammel, dann im zweiten Perk das Stachelschwein, im dritten Perk den Feuerwehrmann, im vierten Perk die äußerst akkurat Geschichte und ja, im letzten Perk den Wille zum Wiederaufbau, ganz wichtig, und als Inspiration auf jeden Fall hier nochmal die Haruna und als zweite Inspiration Franz von Hipper. Beide Kapitäne ergänzen sich wunderbar. Der eine erhöht die Streuung zum großen Teil und gibt ein bisschen mehr Reichweite. Und beim Hipper ist es dann so, dass er die Reichweite auch nochmal extrem erhöht und die Granatengruppierung noch einmal etwas verbessert. Also hier eine perfekte Ergänzung, die Haruna, wer sie hat, und der Franz von Hipper, wie gesagt. Und ja, mit der Basiseigenschaft Scharfschütze verbessern wir nochmal die Präzision der Hauptbatterie. Also hier auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Skillung für die Bismarck. Und ja, das war es soweit zur Skillung. Ach, dann ist ja auch noch wichtig zu erwähnen, dass wir hier auf jeden Fall, wenn wir um die Sekundär spielen wollen, den verbesserten Sekundär, die verbesserte Sekundärgenauigkeit mitnehmen bei den Verbrauchsmaterialien. Auf jeden Fall auch eine ganz geile Sache. Mit der Azulane Al-Shanos haben wir das Ganze dreimal zur Verfügung. Also wie gesagt, so viel zur Skillung. Ich hatte vorhin auf die Odin mit der Prinzeugin eine 9000er Salve gemacht. Komm mal, Leute. Eine Frage an Black Reaper. War dein Twitch-Name mal anders? Geh doch einfach mal auf den Kanal, Timo. Hab ich schon. Nichts. Als hätte die CIA ihm eine neue Identität gegeben. Keine Ahnung. Jetzt haben wir ja noch ein Prime-Abo von Black Reaper. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ja, aber er macht es weiter spannend, um wen es sich hier handelt. Ich kann jetzt das ganze Wochenende nicht schlafen, weil ich immer daran denken muss, wer das ist. Danke fürs Wochenende versorgt. So. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Black Reaper, für dein Prime-Abo. So, jetzt nochmal hier der deutsche Verband in Aktion. Ich bin offen, aber sind wir Low Class oder High Class? Gegner Hund! Oh. DD ist, glaube ich, zwischen C und B auf jeden Fall. Mann, bist du mal Flugzeug hoch oder Timo? Marit, kommt. Marit. Aber hey, geht nichts auf. Da ist es. Wo? Gut. Da ist es. Wo ist es? Da ist gut. Die Salben, die da jetzt auf die Hut kommen. Ganz da. Schön viel Stahl. Amalfi. Nee. 15.000. Das haben wir aber reingehauen. So, Bismarck eröffnet das Feuer jetzt hier um 23.13 Uhr auf die italienische Amalfi. Ich dachte auf die Riga. Bam. 7.000. Ja, Riga habe ich im Visier jetzt. Bin direkt hinter euch, Männer. Ich wusste, das triggert dich. Ganz schön schwierig. Ansonsten denkt dran, vorweg dann in Fahrtrichtung die Amalfi. Ja, ja. Oh, da kommt noch was. Ich hab noch was aufgedeckt. Ah, ist aber weiter weg. Da ist die Amalfi wieder. Hält aber an. Sekundär müsste eigentlich langsam drüber feuern. Egal. Alles zu. Wieder alle. Hier kommen die Torps. Ja, aufpassen. Hut. Ich kann jetzt die Hut befeuern. Ach komm, ey. Feuer die Hut. Aber wir alle müssen wir wissen, die Hund kann auch ganz schön austeilen. Timo, Achtung! Ja. Ich komm von links. Hey, was meinst du? Da ist das. Das bin ich nicht. Ich muss. So, jetzt auf Hund. Ja, voll auf Hund. Ah, gut, Hund veraimt. Ah, schön hier, 10 oder 11k auf Hund.
Ja, Amalfi, Achtung. Ja. Aufgedeckt. Ich habe auf jeden Fall gefressen von rechts. Was ist jetzt hier mit der Riga? Reload Boost läuft auf Riga. Ach, ja, Sekundärperk. Ah, jetzt bin ich hier mitten im Geschehen. Oh, ich fahr aus dem Cap raus. Shit, Mann. Nee, ich bin drin. Ja, Riga kriegt auf jeden Fall aber die Sekundär und die Hits sehen auch ganz gut aus. Machen Schaden und es brennt. Noch ein Brand auf Riga. Was macht denn der? Jetzt nochmal die Hauptbatterie. Oh, ich hab mich so gefressen. Und Cap haben wir, oder? Geplatzt? Ah, Amalfi habe ich, aber. Ne, du bist noch am Leben. Ne, ich werde auch rausgehen jetzt. So, Cap haben wir. Sekundär läuft hier noch. Ja, schade, ich dachte, ich kann mich noch safe. Black Reaper! Vielen Dank für deine 100 Bits. Oh. Tops. Ich bin mit der anderen Prinz AG mitgefahren übrigens. Oh, ich bin noch mit der Riga zugange. Ja, alle Tops daneben. Geh nochmal auf Riga. Streuung. Bist außen rum, ja, ich seh's. Oh, das sieht gut aus. Komm schon, bis morgen. Yes! So, was haben wir hier noch? Hey, bis morgen ist einfach nur genial, oder? Man hat halt doch nochmal einen großen Unterschied der Turbitz irgendwie. Gut, man hat halt die Torpedos noch, ne, bei der Turbitz. Ja, aber die Streuung ist gerade hier auch echt. Gleiche wie bei so, kommst du unten rum, Rusche, und dann wieder hoch, oder? Müssen wir ja, ne? Was dann komme ich da zu euch dann so reingefahren. So, dann wieder zusammen rein, Bro. Müssen hier aufpassen, noch wegen der Hütte. Ah, die links halt, ne? Die linke. Das geht jetzt wieder mit. Da kannst ja geschützt nach links machen und dann hochkommen. Odin kriegt jetzt erstmal. Weil die Odin zieht rein und der nächste Schachter da unten dann auch noch. Das ist die Iowa, der hinter dem Berg noch, ne? Ja, die. Ist schon wieder Turbs von hinten. Aber gut, dass ich vorgefahren bin. Du das wirst langsam Turbmagnet wie gerade. Wer? Ah, ich? Ja. Ey, das ist eigentlich Rusche gewesen. Turbmagnet wie gerade. Na, jetzt geht die Dings raus. Die Terrible wird jetzt hier die Odin austoben. Ja, nee, doch, reicht. Ist raus. Ist da hinten eine Z23? Oh, ich will noch schießen hier, komm. Iowa steht hier noch ein Berg. Jetzt haben wir jetzt gerade wieder ziemlich oft wieder viele, die noch Berg stehen bleiben, ne? Big Body Bands. Ja, das ist auch unsere letzte Runde, wie gesagt. Also, schön, dass du dabei warst. Wie gesagt, halt die Augen offen in der Black Friday Woche. Da gibt es bestimmt das ein oder andere TS6 Premium Schiffchen, also nicht verlauerbar. Auf jeden Fall günstiger als sonst und damit kannst du auch gut Credits fahren mit einem Credit Booster vielleicht noch oben drauf. Ja, ansonsten wie gesagt, tschüssi, ciao. So, was haben wir hier noch? Schampert. Da können wir vielleicht mit der Hauptbatterie drauf gehen. Jetzt muss man aufpassen hier. Das ist die Iowa, pass auf, ne? Ja. Hey, was ist doch... Also, ich muss ehrlich sagen, Tirpitz ist ein... Nein. Piep, Schiff hier drin. Also wirklich. Nö. Gerade also, lief's bei mir übelst geil in der Runde davor, wenn die Dings nicht gewesen wäre, ey. Oh, Tirpitz. Ja, du könntest nah ran. Aber hier ist doch keiner. Naja, da mal. Ist es scheiße, ja. Ja, das ist ja klar. So, jetzt hier auf Iowa breit. Was? 2 Euro Pens ist doch ein Witz. Oh, dann kommt jetzt hier gleich noch zum Jean-Bot Brawl. Ey, ich hab einen Treffer. Und vorher muss die Iowa weg.
Atze, nee, hab ich nicht. Es sind viele Subs wieder ausgelaufen. Was denn? Er fragt, wir tauschen uns ja immer über Emotes aus. Ach du Scheiße! Ich hab zum Beispiel 23 hundertprozentig getobt. Ja, nur gut, dass ich so nah hab, ey. So geil mit der Bismarck. Twitch, bitch. Und da kommt ne Dings reingefahren. Guckt euch das an. Jetzt geht's los. Boah! Und du wirst keine Chance haben, Jumpbot. Gegen eine Bismarck. Im Nahkampf. Hat die auf mich geschossen gerade? Ja, der 1600. Cap noch geholt? Das wurde guter. Ich habe übrigens ein eigenes Emote, ne? Ich habe ja leider nur ein Slot gesehen. Ja. Hab ich das hier? Ja, hier. Ah! Warum hast du nicht das richtig gemacht? Dein. Was meinst du? Den Kopf? Dein, ne? Dein. Ja. Hatte ich auch erst überlegt. So, jetzt hört man noch genau die Breitseite ab und tschüssi hier. Bam! Nein, hat nicht gereicht. Ah, kommt ein Turm. Mann, die hätte ich gar vernichtet. Na gut, tschüssi, ciao. So, was sind ja noch? Nice work! Eigentlich sind noch zwei Schlacht. Ja, da kommt's noch mal zum Kampf. Ja, eine volle Colorado. Oh, dann noch eine Colorado. Geil. Da freut man sich. Und vor allem komplett in Sekundär-Range gleich noch. Eine Stufe drunter, deutsches Schlachtschiff mit geiler Secondary. Schnell, also viel schneller als die Was Colorado. Jetzt? Was? Ja, wenn du in der Bismarck und der Colorado als Gegner vor dir hast. Das ist einfach, da freut man sich. Das wird ein geiles Gefecht auf jeden Fall. Fährt zwar jetzt noch hier leider frontal, also spitz, aber Sekundär ja, schießt schon mal. Fürs Piratenmanöver bereit. Boah, guck mal hier, da trifft eine Mumpe und sofort 9000. Ich glaube, dazu kommst du nicht mal mehr, diesen Piratenduell. Jetzt macht er auch noch auf. Jetzt warte ich Seite selber ab. Er läuft hier auf einen komplett. Ich nehme vorne raus. Der schießt hier schon wieder hinter mir. Mann, hier ist noch jemand anders. Und jetzt komplett Wasserlinie hier. Bam, na gut, ging. Tactical Beaching und rückwärts. Ran über Sekundär. 200 Sekundärtreffer schon. Ist eigentlich ganz gut. Und du musst mal überlegen, Colorado hat noch eine deutliche längere Nachladezeit. Ich kann jetzt einen Sekundärflug zünden. Soll ich sie über die Sekundär ganz arrogant machen? Ich könnte jetzt Schluss knipsen. Mach sie weg, wir müssen hin. Ja. Ach doch, wir haben noch die ganzen CDs und so, na gut. Ja, genau. Die Schritte gibt, ne? Bam! Wir sind ja aber eigentlich gerne noch ein paar Sekundärfahrer gemacht. Kannst du aber, guck mal, da ist noch eine Hut. Die kannst du ja nicht mehr von mir. Oh, ey, jetzt kommt wirklich noch zum Endfight. Nee, Quatsch, da ist doch hier unsere Hut. Schneller. Die Hut müsste jetzt eigentlich das Feuer einstellen. Also die Übelkriegsringel da trotzdem. Das ist jetzt hier die Bismarck gegen die Hut noch die letzte Schlusssalbe. Weil der wäre fast historisch korrekt, ja. Macht man das Forscher, Alter, macht man zwei jetzt. Wir wollen das nicht gut heißen, aber es ist natürlich. Ey, warte mal, es könnte echt dazu kommen noch. Rein geschichtlich interessant. Ist es, weil ich brauche jetzt nur noch ein ganz kurz. Dann komme ich in Range und dann ist die Breitseite. Ach, schade! Ja. Könnt gerade. Schön noch zwei. In einem Cap-Busche, alles gut. In einem Paralleluniversum hat bestimmt auch das Z. Was war das? Eine literible Rundhaus in der Paralleluniversum. Ich will da viel nur. Du setzt immer. Ey, kennen die beiden Caps auf einmal! Was? Ja. Was? Ja, da muss ich jetzt da rein. Da muss ich ja abbrechen. Ich will jetzt zwar das Cap mitholen. Ich glaube, das wurde. Ne, ich muss ins B-Cap verblocken, zumindest. Ja, das ist nicht. Das war so immer. Sag schon. Komm nicht rum. Pinsel gehen komplett, die Pinsel gehen nicht. Komm aber nicht rum, Rusche. Taco ist nicht aktuell. Auch. Bart rausnehmen. Okay, wenn es aktuell sein muss, dann muss ich sagen, die beiden machen. Oder kommt. Kann mich nicht entscheiden. Ach, die Bismarck, guck dir da rein. Ja, die ist fertig. Ja, mit Ziax, ja. Beziehungsweise mit Hippo ohne rotierenden Rohr.
So, jetzt muss ich liefern mit der Bismarck. Ich nehme das, den Kampf gerne an, ich habe noch Sonar. Jetzt kommt er dir entgegen, also. Ja, geht das Sonar? Wir haben die rausgenommen. Wir müssen egal, ich mach's alles eh noch eine Minute. Drei Kills hat die 3. Ah, geil, das Sonar geht so lange, wie das Match noch geht. Guck mal, da ist der. Oh, die ist noch voll. Ja. Glaubst du jetzt, wenn die mich jetzt so jetzt hoch zu Turbo? Naja, ich nehm Fahrt raus, ich bin nicht böse. Das ist der Admiral. Was erwartest du denn? Alter, er weiß genau, was er macht. Guck hier, es war doch so, soll denn klar, mein lieber Z22-Fahrer, dass ich jetzt hier, wie gesagt, voll reinfahre. Ja, so, jetzt gibt's hier volle Fahrt raus. Guckt euch das an, geil, die schlängelt sich hier durch die Bismarck. Und jetzt holen wir uns hier 50 Sekunden auf die ZF23. Oh, ich bleib am Berg. Nein! Von drüben kommt der Akatsuki. Akatsuki, aber guck euch das an, die Sekunde, der macht's. Boah, starke Treffer. Ja, ja, starke Treffer. So, was haben wir jetzt? Ah, und auch da. So nah läuft. Keine Hauptbatterie, nicht eine Hauptbatterie hat gesessen. Kriegst du? Weiß nicht. Ja, Nahkampf. Und jetzt, pass auf. Bam. Oh, ist ja nicht zu bremsen. 23 Sekunden. Die Bismarck ist nicht zu bremsen. 140 km/h. Die Sekunde, der macht's. Jetzt kommen die zwei vorderen Türme noch hinterher. Dreh dich, können. Wenn ich mach die Sekundär, ansonsten nehmen wir jetzt hier die Hauptbatterie. Alle Schüsse sind geladen. Mach's gut. Tschüssi. Ciao. Und warte. Ja, nochmal Nahkampf. Boom. Sehr starke Runde. Muss man wirklich sagen. Oh. Hat er auch das bessere Schiff gehabt, die Bismarck. Leck mich am Mulka, ey. Das ist so eine geile Runde zum Abschluss hier. So kann man es enden lassen. Keine Krake. Schade. Ein Atze wollte ins Bett. Schade, keine Money Make. Oh, fast eine Krake hier. Das schmeckt. Ja. Ja, und da würde ich jetzt am liebsten den ZF 23. Ach, 23. Ne, wie heißt er? Wo ist er? Z23. Z23, am besten mal fragen. Ja, woran hat er die Legen? Aber zu Recht ist der Admiral-Chef der Truppe. Zu Recht. Ja, Frau Wendler, ich hab dich auch ins Herz geschlossen. Das ist jetzt schon wieder nichts für Ruschel, der hört schon wieder weg. Ach, HSV hat das geschrieben, zu Recht. Ja, zu Recht. Ja, und zu Recht. Ich kann mal wissen, was der HSV-Fanboy so für einer ist in echt. Ja. Auf jeden Fall coole Dinger so, wie die aushaut. Ja, naja, klar. Muss man schon sagen, also auch dafür gut ab, Chapeau. Tolle Sache. So, tolle Sache. Zweimal Nahkampf-Experte hat man auch nicht alle Tage. Dem,